Guten Morgen allerseits. 3800 haben wir heute. So, aber dadurch, dass morgen ja eh, soll ich trotzdem alles durchgießen? Ich glaube, das Meerrennen wird morgen eh verwelkt sein. Ja, egal. Mach ma's lieber, falls doch wäre und morgen ist. Nicht alles verwelkt, sicher ist sicher. Ich weiß halt nicht, ob alles morgen noch wächst. So, Knoblauch ist auch fertig. Sehr schön. Ja, wir haben ja gestern recht viele Sachen verschenkt an die verschiedensten Bewohner. Aber ich habe also wie ich schlafen gegangen bin, haut er mir ja immer eine Statistik her. Wie viel habe ich eingenommen und hoppala. Ich habe mit keinen eine weitere Freundschaft aufgebaut. Deshalb müssen wir heute auf jeden Fall weitermachen. So. Inventar ist voll. Jetzt muss ich da so weit rüberlaufen? Ach so, das ist vom Sprinkler. Jetzt dachte ich schon. Da ist sogar schon ein bisschen was fertig. Jetzt sind zwei da, Gott sei Dank. So. Schon wieder Inventar voll. Warte mal, ich habe hier vorne die Truhe. Ich schmeiß da die Auffind, also die Sachen haue ich jetzt hier mal rein, die was ich verschenken kann. Das sind alles. Okay. Da haben wir schon wieder ein bisschen am Platz. Aber nur ein bisschen einen. Will nicht. So. Zack. Ernten. Ernten. So, dann haben wir hier noch. Und auf die Bäume darf ich wieder nicht vergessen. Na, das wird sich wahrscheinlich gerade halt nicht ausgehen. Wegen einen. Nee, nee. Das gibt's ja fast gar nicht. So. Du Frecher, du. So. Hab ich Platz. So, ja, gehen wir mal die Eierli holen. Hallo, guten Morgen. Gut geschlafen? Alle miteinander? Das wollte ich nicht. Ich wollte das eigentlich nehmen. So, dann dürft ihr gleich rauskommen. Dann haben wir die Eier hier wieder rein. Achso.
Dann, also, gehen wir ab zu den Kühen. Wo willst denn du hin? Du darfst eh gleich raus. Ja, du darfst gleich raus. So, ich mache euch die Türen auf. So, zack. Dann kommt die Milch hier unten hin. Jetzt wäre ich gespannt. Herstellung? Nee, die Joghurtmaschine ist nicht da. Ach so, das ist der Kühler. Okay. Der Baum muss auch weichen. So, wo ich die Sachen jetzt hinstelle, ich habe noch keine Ahnung. Deshalb, warte, ich lege das jetzt schnell hier drinnen ab. Deshalb werde ich hier einfach weiter verarbeiten. So, dann kommt das und das wieder rein. Das kommt raus. Sehr schön. Ey, das gefällt mir aber schon ziemlich gut. Hier muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Brauche ich auch noch mehr solcher Fässer? Warte mal, kann ich die Fässer herstellen? Bronzebarren, Silberbarren. Okay, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Der eine kommt dann hier hin. Hoppla. Was ich sage, ich mache es hier zu. Die zwei kommen hinten dran. So. Und hier, dass wir dann eventuell noch so ein Einmachglas machen. Reicht eines? Würde sogar reichen. Habe ich eine Truhe mit? Ja, und dann könnte man hier so eine Truhe hinstellen. Warte mal, dann könnte ich. Ja, sind wir. Amaranth geht hier nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Achso, der Amaranth gehört dann hier gar nicht rein. Wieder nehme ich ihn. Das. So. Dann haben wir hier schon mal einiges, was arbeitet. Weizen. Na, Reis, glaube ich, mit dem können wir nur drinnen was anfangen. So, dann weg mit dir. Dann kommt hier so.
ein Fässchen noch hin. Dann können wir hier drinnen. Passt. Hab nicht mehr mehr. Okay. Dann müssen wir dann schauen, wie wir das dann morgen da machen. Okay. So, jetzt probiere ich. Wir haben ja eh so viel Stein. Tatsache. So, der Laden sperrt um 12 Uhr auf. Das heißt, es ist eigentlich auch nicht direkt wichtig, dort rüber zu gehen. Da habe ich noch solch einen Steinweg. Den könnte man da noch ein bisschen einen legen. Und vielleicht legen wir drunter auch wieder irgendeinen so ein Schrott-Ding. Obwohl der hier wahrscheinlich gut dazu passen würde. Perfekt. Was haben wir jetzt noch eingesteckt? Die Melone. So. Und vielleicht auf der anderen Seite noch 4 solche. Ah, ich glaube, das werden wir schon irgendwie cool machen. So, dann, warte. Die Sachen, die können hier arbeiten, das passt schon. Schnelle Übertragung. So. Dann kommt das und das hier rein noch. Die Samen, das ist nur im Frühjahr, Herbst, Sommer. Okay. Dann packen wir hier wieder alles ein und gehen ein bisschen mit den Leuten quatschen. Beziehungsweise, da wissen wir eh überall. Den wissen wir nicht. Sonst wissen wir alles. Den wissen wir auch nicht. So. Okay. Wo halten sich denn die meisten auf? So. So ein hübscher weißer Hibiskus, den liebe ich so sehr. Danke, dass du meinen Tag verschönert hast. Oh, können wir sonst noch mit dir quatschen? Da es nun Herbst ist, kann Mama aufhören, Mondkuchen zu backen. Nicht, dass ich das wollte. Ah, oh, danke, Ori, du bist so süß. Ich erstelle gerne Erntedankfestinhalte. Das ist eines der wenigen guten Dinge in dieser Stadt. So. Da habe ich wieder die Angel zu Hause vergessen. Ich danke Ihnen, meine Liebe. Sie sind sehr freundlich.
Hoffentlich ist der Winter heuer nicht so kalt. Ich kann meine Wollhandschuhe nirgends finden. Oje. Oje. Großartig, ich danke Ihnen. Ein Liedchen im Regen. Also das ist ja mal eine gute Idee. Aha. Das Erntedankfest hier ist so cool. Ganz anders als die Feste, die wir bei uns früher immer hatten, als ich ein Kind war. So, dann schauen wir hier mal runter. Hier sind ja Bar. Voll ist beschäftigt. Okay. Das heißt, solange die spielen, können wir ihnen eh nichts geben. So. Hier ist heute eh sonst keiner. Hey, da ist schon wieder so viel Müll. Soll ich den wieder beseitigen? Ich hätte die Angel mitnehmen sollen. Hier irgendwer ohne Kiste. So. Schick. Danke, Miss Ori. Es ist so schwül heute. Ach du meine Güte. Ich weiß das zu schätzen, Ori. Ich danke Ihnen. Ah, verflixt. Ich habe schon wieder eine Kamera kaputt gemacht. Oh, Ori, bitte sag Anne nichts davon. Nee, nee. Das für mich. Ich habe nicht einmal Geburtstag. Danke. Der Wind fühlt sich gut an. Aber öffne den Mund bloß nicht zu weit. Sonst weht dir noch Sand in den Mund. So, dann spielt's mal weiter. Da habt's wohl recht. So, warte. Dann reinigen wir hier mal wieder. So, ihm können wir auch was schenken. Das ist gut, danke Ihnen. Von Osten her zieht kaltes Wetter auf. Bald wird es Schnee geben. Na, hoffentlich. Wenn schon kein Schnee in Real Life da ist, dann wäre es cool, wenn wenigstens hier was liegen würde. So. Aha, habe ich schon. Okay. Mir tut der Kopf weh. Es ist das Licht. Uff. Hier ist sonst eh niemand. So, dann machen wir hier auch noch den Müll weg. Da
das ist so cool. Ich danke euch. Ich danke euch. Die Blätter haben bei meinem Spaziergang heute Morgen herrlich geknistert. So, dann haben wir hier noch. Ich glaube, die Muscheln kann man ja auch verschenken. Hier oben ist niemand. Okay. Dann schauen wir hier noch mal. Hier noch. Oh, sehe ich das mal einer an. Was für eine nette Überraschung. Ich bin sicher, dass ich das gut gebrauchen kann. Uff, Schluss mit der Luftfeuchtigkeit. Ich muss mir die Haare jetzt vom Hand in Wellen locken. In Wellen legen. Gut, dass ich kurze Haare habe. Ah, deine Probleme möchte ich haben. Warte mal, ist hier hinten jemand? Nee. Vielleicht hier unten? Okay, ist auch niemand. Ach, Blödsinn. So, ich würde hier gern mal das Gras ein bisschen wegmachen. So. Ich hoffe halt, dass dann trotzdem noch Tiere kommen. Aber dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht, wenn welche da sind. Weil das Gras nimmt oft die Sicht ein bisschen weg. So. Sehr schön, dann ist hier mal alles frei. Das kriegen wir eh nicht weg. Da ist eine Fliege. Sehr schön. Und hier kommen wir eh schon wieder am Hof. Ja, was ist das? Da pixelt ein bisschen Fehler herum. Oha! Nee, mein Inventar ist voll. Kann ich euch irgendwas geben? Okay, das heißt, hier müssen wir dann wieder runter. Warte. Die Sachen, wenn wir die Muscheln und das alles wissen, können wir die ja auch verschenken. Ja, da wissen wir alles. Okay. Das heißt, ich lege jetzt hier mal einen Teil rein. Die Sachen zu verschenken. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So, dali und so, dala. Die Lotus müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist eh nichts an Gras.
Ich weiß nämlich nicht, ob das alles eventuell sogar verwelkt, weißt du, wenn der Winter dann kommt. Oha, da sind viele. Hallo. Oh, eine Frucht. Vielen Dank. Hast du schon jemals versucht, mit Drachenfrucht zu kochen? Die sieht sowas von dramatisch aus, nicht wahr? Ich habe schon öfter versucht, ein Rezept damit zu entwickeln, aber bisher ist mir einfach nichts Gutes eingefallen. Hallo. Herzlichen Dank. Hallo, ich würde gerne reden. Zu dieser Jahreszeit fangen wir an, die Heizung nachts anzulassen. Ja, ist vielleicht eh nicht so doof, wenn es recht kalt ist oder was. So, dann gehen wir noch mal hier rein. Vielen, vielen Dank. Hast du was zu sagen auch? Mein Bruder hat mir von der Sache mit Kugelfisch erzählt. Danke, aber behalte das beim nächsten Mal für dich. Okay. Na los, wir brauchen hier noch ein paar Drinks. Nächste Runde geht auf mich. Vielen Dank dafür. Karen sollte froh sein, dass es Mama gut geht. Wenn Mama etwas zustoßen würde, würde ich. Wahrscheinlich. Habe ich übersehen. Vielen Dank für das Geschenk. Willkommen, willkommen. Ihm haben wir, glaube ich, schon. Ja. Sie nimmt das nicht. Das ist großzügig, danke. Bäume brauchen etwa 4 Wochen, um zu wachsen. Sie ist länger als andere Pflanzen, aber das Gute ist, dass sie sie nicht so viel gießen müssen. Die Tassen könnte vor dem Servieren ein wenig gekühlt werden, dann wäre es genau richtig. Haben wir miteinander gesprochen? Echt? Da muss es an der Musik liegen. Es ist so laut, ich kann mich nicht konzentrieren. Entschuldigung. Ah, das erinnert mich an etwas. Ich muss Paul bitten, noch ein paar Decken aus der Hütte mitzubringen. Es wird nämlich immer kälter. Ich frage ihn einfach morgen. An meinem freien Tag mache ich erst Tai Chi und den Rest des Tages spaziere ich herum. Der Herbst ist so schön, findest du nicht, wenn es bloß ein wenig wärmer wäre? Unten waren wir noch nicht. Ah, hier ist schon wieder wer. Ach so. Der Herbst, ich liebe den Geruch, der in dieser Jahreszeit in der Luft liegt. So frisch und irgendwie würzig. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie sorgt er dafür, dass ich am liebsten den ganzen Tag im Wald umherwandern möchte. Ich hätte heute nicht mit einem Geschenk gerechnet. Was für eine schöne Überraschung. Hüte dich am Strand vor Quallen, Ori. Du willst definitiv nicht von einer gestochen werden. Nee, das glaube ich möchte keiner.
Also mit dir haben wir heute anscheinend schon gesprochen. So, dann mach mal. Ja, gehen wir nach Hause. Schauen wir, vielleicht können wir da noch irgendetwas machen. Die Sachen lege ich hier wieder rein. Sofern, also von den Blumen her weiß ich, da wissen wir Bescheid. Lotus, da bin ich mir unsicher. So, warte. Das ist nämlich der Goldlotus. Wissen wir auch. Okay. Das heißt, das können wir alles reingeben. Okay. Dann könnte man... Was könnte... Ah, hier habe ich wieder was vergessen. Einen Rittersporn. Was mache ich mit dem Amaranth? Ich verkaufe ihn jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Dann könnten wir ein bisschen noch kochen. Geht eh nicht mehr so oft. 6 Mal oder was können wir noch? Was macht man? Machen wir die Eier. Und... das hier im Grill. So, und dann brauche ich im Topf drinnen, machen wir das Ei. Ich muss mir das jetzt dann merken, wie viel das mir das Ei gibt. Vielleicht schreibe ich mir das dann noch schnell auf. Und wie viel das mir Mayonnaise gibt. Also ich gehe da rein nur aufs Geldtechnische, weil wir müssen schauen, dass wir weiterkommen mit dem Geld, weil es warten so Kleinigkeiten einfach, die wir arbeiten, noch kaufen müssen, Haus gehört noch gemacht und ja. Aber das mit den Insekten, puh. 55 gibt ein hart gekochtes Ei. 55, das wäre nicht viel. Okay, gut. Naja, dann lassen wir's. Ich schreibe mir das jetzt dann schnell auf. Dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.